Herzlich willkommen zu unserem Backkurs heute. Ich habe jetzt eine Bitte, nicht lachen, aber wir stehen kurz vor Weihnachten. Wir wollen Ihnen heute mal zeigen, was wir alles brauchen, wenn diese Zeit kommt. Warum komme ich jetzt auf die Idee? Heute früh las ich in der Zeitung über die Weihnachtsmärkte. Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mich beeilen, damit ich genauso schnell bin wie die Medien. Weihnachten ist bekannt, dass man sehr viel Gebäck macht. Wieso machen Sie das nicht das ganze Jahr? Das ganze Jahr über gibt es Kekse. Und ganz ehrlich, wenn ich wo eingeladen bin und ich bekomme einen Cappuccino serviert, dann freue ich mich jedes Mal, obwohl wir immer auf Diät sind, wenn ein Keks dabei ist. Und diese Kekse können Sie doch selber backen. Sie machen oft mal Rhabarberkuchen mit Mürbteig, Johannisbeer, Apfelzwetschge, Kirsche, alles, was es so gibt. Machen Sie doch einen guten Mürbteig und machen Sie ein bisschen mehr und stechen Sie auch noch Kekse aus. Die ganze Familie und jeder freut sich und Sie haben das selbst gemacht. Die Ausstecher sind nicht nur für Weihnachten, sie sind so neutral, dass wir sie das ganze Jahr über verwenden können. Mein Team und ich sind schon vorbereitet. Wir haben, wie wir das schon so oft gezeigt haben, den Teig ausgewählt. Ist jetzt ein Mürbteig, so unter vorgehaltener Hand. Wir machen alle Teige mit Butter. Nur zur Information, wir machen immer Buttergebäck. Wir haben den Teig schon ausgerollt. Was Sie brauchen, sind Gebäckleisten, damit Ihr Teig immer gleichmäßig hoch wird. Das heißt also, Sie rollen den Teig aus. Ich habe ihn jetzt ein kleines bisschen zurechtgeschnitten mit dem gewellten Teil vom Rädchen. Sie legen die Gebäckleiste an, legen Ihre Folie drüber, so, und dann rollen Sie das Ganze mit unserem Wellholz aus. Und jetzt haben Sie eine einheitliche Höhe vom Teig. Und der Vorteil ist einfach, dass Ihre Kekse nicht hell und dunkel backen, sondern Sie haben eine einheitliche Farbe und eine einheitliche Teigstärke. Das ist ganz, ganz toll und für Sie ganz arg wichtig, das einfach zu sehen. Man kann sich auch zwei Sätze Gebäckleisten kaufen. Man kann die hier zusammensetzen, einfach zusammenstecken und dann können Sie das auf der ganzen Länge anlegen. Aber es funktioniert auch so, wie ich es Ihnen jetzt gezeigt habe. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir gut mehlen. Also, wir nehmen den Streuer von Lumara natürlich. Alles, was ich in die Hand nehme, ist Lumara. Sie müssen den Teig abmehlen. Sonst gehen Ihre Kekse hinterher nicht aus den Förmchen. Weil wir arbeiten ja bei Lumara, das werden Sie jetzt im Lauf der nächsten Momente sehen, vollautomatisch. Alles geht vollautomatisch. Wenn Sie diese Produkte haben, dann sind Sie mit Ihrem Gebäck, egal ob Sommer, Winter, Herbst oder Frühling, innerhalb kurzer Zeit fertig. Drehen das Ganze, funktioniert mit den Folien auch optimal. Die andere Seite auch noch ein bisschen abmehlen. Und ich reibe, damit man das Mehl hinterher nicht sieht, mit der Hand das Mehl in diese Teigplatte. So, und jetzt nehmen wir unser erstes vollautomatisches Gerät. Das heißt, wir haben zwei vollautomatische Geräte. Einmal dieses Teil, das ist zweiteilig, und einmal dieses Teil. Wie die Teile heißen, das finden Sie in unserem Katalog. Sie nehmen dieses Teil, legen das auf die ausgewählte Teigplatte hier. Und was wir jetzt brauchen, wir brauchen viele kleine Folien, die direkt in diesen Rost passen. Diese Folien nehmen wir überwiegend für Kleingebäck. Wenn Sie Kuchen backen, brauchen Sie immer die große Folie. Das habe ich Ihnen auch schon mal erklärt. Sie gehen her, legen die Folie hier oben auf. Jetzt nehmen wir unsere Tortenretter, schieben einmal einen Retter nach unten. Den nächsten legen wir oben drauf, unter vorgehaltener Hand. Sie brauchen zwei Retter, okay? Wir drehen das Ganze um. Und jetzt schaut uns der Teig an und jetzt gehen Sie einfach her, nehmen das Wellholz, rollen hier drüber und jetzt funktioniert das Ganze wie versprochen schon vollautomatisch. Sie werden in diesem Jahr mit Leidenschaft Kekse backen und das ganze Jahr hindurch. Und jetzt gehen wir her, ziehen das Ganze ab, so, und dann nehmen Sie das weiße Teil hier raus, schön vorsichtig immer, ja. Und dann liegen Ihre Kekse bereits auf der Folie, in der Sie backen. Wenn einer nicht rausgeht, einfach mit dem Finger ein bisschen so reinfahren und schon liegen sie alle perfekt
da. Und jetzt brauchen wir nur noch hergehen, das Ganze in den Rost geben mit der Folie und ab in den Backofen. Und wenn man zuschaut, dann sieht man, wie alles einfach und simpel und easy funktioniert. Und das Allergleiche funktioniert auch mit diesem Teil. So, und jetzt kommen wir zum nächsten. Wir haben hier diese Reste übrig und jetzt ist mein Team gefragt. Die zeigen Ihnen jetzt, was man aus diesen Resten macht. Der Vorteil ist ganz einfach, dass Sie diesen Teig nicht wieder auswählen müssen mit Mehl, weil zu viel Mehl verändert den Geschmack und die Beschaffenheit Ihres Teiges. Hallo. Hallo, wir sind wieder da und wir backen heute für ganze Jahre die Kekse. Ich habe von diesem Restteig Kugeln gemacht. Ich zeige Ihnen heute, wir haben drei Silikonmatte, Berliner Schlüssel und Herzmatte. Und mit diesem restlichen Teig machen wir heute weiter Gebäck. Die Kugeln nehme ich in meine Form drin und drücke ein bisschen mit meiner Hand. Und das schaffe ich ganze Matte mit meinem restlichen Teig. Und wir, das muss rückwärts backen. Damit bleibt unsere gleichmäßig hohe die Teig. Und dann kann man ganz gut auslösen. Nehmen Sie Ihre Silikonform. Und wenn eine geht nicht, dann drücken Sie ein bisschen langsam, dann kommt alles raus. Und so wird das fertig. Schauen Sie. Kommt die Herzmatte. Ein bisschen mit Finger drücken. So, und ich habe jetzt nochmal einen Teig ausgerollt mit meinen Leisten. Und jetzt machen wir einen lachenden Linser. Den kann man im süßen und im pikanten Bereich verwenden. Für Kindergeburtstage, für alle möglichen Festlichkeiten. Oder wenn jemand zu Besuch kommt, eben zum Kaffee dazu. Das ist immer toll, ein lachendes Gesicht zu sehen. Das stechen wir jetzt aus. Und das ist noch das untere Teil dazu. Und die kleben wir dann zusammen später mit, wenn sie gebacken sind, mit Marmelade oder Schokolade, wie man möchte. Und da haben wir jetzt unseren Margaritenausstecher. Die haben wir in drei Größen. Und das ist immer dasselbe Prinzip. Wir stechen das aus. Und erst wenn wir über der Folie sind, erst über der Folie drücken wir dann unseren Stempel und drücken da oben drauf. Und dann fällt es alleine auf das Backgitter. Wichtig bei unseren Ausstechern ist, dass wir gut mehlen oben und unten und dann nach dem Ausstechen erst diesen Stempel drücken, wenn wir über dem Backgitter sind. Und so funktioniert das einwandfrei. So, jetzt nehmen wir unseren mittleren Margaritenausstecher und stechen sie aus. Und dann legen wir jetzt zum Beispiel einfach einen kleinen Blümchenausstecher drauf. Das kann man auch zweifarbig machen, sieht doch wunderbar aus. Das kann man auf jedes Teller, wenn jemand kommt, der Gast, da freut sich doch jeder. Jetzt haben wir unsere Margarite, die mittlere, nochmal ausgestochen und jetzt machen wir mit dem Blümchen einfach so oben drauf, drücken wir den Stempel und schon sind sie fertig. In unserem Schokobrunnen haben wir jetzt die Zartbitter Kuvertüre Chips mit einem Esslöffel Schokobella geschmolzen. Und da füllen wir jetzt ein bisschen was in unsere Silikonförmchen. Nur ein kleines bisschen was, das müsst ihr selber testen, wie viel Schokolade ihr wollt und wie dick ihr die Schicht drauf wollt. Und dann legen wir unsere Kekse darauf. Wir haben jetzt alle Formen mit Schoko gefüllt und jetzt drauflegen die ganze Kekse und dann lassen wir im Kühlhaus. Unsere Kekse sind jetzt schön gekühlt, die Schokolade müsste jetzt fest sein, das haben wir jetzt im Kühlschrank. Und jetzt macht die Ammann schön raus, zieht fest an der Silikonform auf allen Seiten und dann gehen die wunderbar raus. Schauen Sie, wie toll die aussehen. Jetzt haben wir alle rausgelöst, unsere Formchen. Und sehen Sie, hier haben wir ein bisschen weniger Schokolade, sieht aber auch ganz toll aus und hier haben wir ganz mehr Schokolade drauf, da ist sie ganz überzogen mit.
diesen Sachen. Und die Schlüssel zum Beispiel, die legen wir auch auf Torten drauf. Der Schlüssel zum Glück oder mit Kleeblatt. Also das sieht ganz toll aus auf der Torte oder auf einem anderen Gebäck. Mit unseren Resten machen wir tolle Röschen. Und da haben wir unsere Silikonform. Und da drücken wir einfach unseren Rest rein. Machen wir unsere Kugel vorher und drücken den Rest rein. Und dann einfach wieder rausdrücken. Sehen Sie, was für tolle Rosen das gibt. Da kann man große und kleine machen. Jetzt machen wir noch eine kleine. Die werden wunderschön. Die kann man auch mit Salzteig machen oder mit einem anderen Bekannten, wie andere Kekse auch. Wie diese Kekse gemacht werden, hat Ihnen die Simone ja schon gezeigt. Es geht wirklich alles Schlag auf Schlag. Und denken Sie daran, Sie brauchen genügend Folien. Wir machen alles auf den Folien fertig. Wir haben hier den kleinen Mini-Spritzbeutel und jetzt gehen wir einfach her und spritzen mit diesem kleinen Spritzbeutel die Marmelade auf. Das könnte natürlich auch Schokolade sein, je nachdem, was Sie gerne hätten. Und dann müssen wir die Teile nur noch auflegen. Wir gehen her, nehmen diese kleinen Teilchen und setzen die hier auf und schon haben wir eine lachende Sonne. Finde ich super für Hochzeiten, für Kindergeburtstage. Einfach so auf den Teller als Willkommensgruß macht sich das auf jedem Buffet hervorragend. Das Allergleiche machen wir mit den kleinen, einfach auflegen und schon haben wir unsere lachenden Gesichter. Diese Sachen dürfen auf keinem Buffet fehlen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel bei den Keksen Dekorzucker oder Puderzucker drauf haben wollen, müssen Sie hergehen und die Oberteile, bevor Sie sie auflegen, bestäuben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil schon stäuben Sie die ganze Marmelade zu. Das gilt natürlich auch anschließend für andere Gebäckstücke, die wir Ihnen noch zeigen. Einfach hier auflegen und schon haben wir wieder diese Gesichter. Wir sind doch ein tolles Team, okay? Jeder gibt sein Bestes hier und wir sind richtig in Stimmung. Ich möchte ja nicht sagen Weihnachtsstimmung, aber jeder, der hier dieses Haus betritt, glaubt wirklich, wir haben schon Weihnachten. Wir haben jetzt einen Teil gezeigt von dem Gebäck, was wir schon vorbereitet haben. Alles geht nicht in einem Video, das wird zu lang für Sie. Wir werden Ihnen jetzt nacheinander immer wieder zeigen, wie das Ganze rationell und schnell funktioniert. Sie sehen, wir haben dieses Gebäck alles in unserem Rost. Sie haben hier die Unterlage drin, die gibt es ja auch für das Backgitter. Und es gibt auch Griffe hierzu, die setzen Sie hier einfach jetzt ein. Und schon haben Sie eine wunderbare Gebäckplatte, wenn Sie Gäste bekommen. So können Sie das ganz toll auf Ihrem Buffet servieren und in unserem Schnittenkönig transportieren. Wir sagen Dankeschön. Das war's für heute und die anderen Gebäckstücke und noch viele mehr folgen in absehbarer Zeit. Macht's es gut und denkt's dran, nicht nur vor Weihnachten, ganz Jahresgebäck. Wir haben das ganze Jahr über Herzen, wir haben das ganze Jahr über Sterne am Himmel. Wir haben alles, Rosen wachsen bei uns und wenn keine bei uns wachsen, dann wachsen sie woanders, aber die Rosen sterben nie aus. Und Florentiner und alles, was wir hier haben, das zeigen wir Ihnen, wie das geht. Wir sagen Dankeschön, tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schön ist mit euch. Tschüss.